is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Die Lebensfrucht. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Die Frucht des Lebensbaumes im Garten Eden hatte übernatürliche Eigenschaften. Davon zu essen hieß ewig zu leben. Seine Frucht war das Mittel gegen den Tod. Nach dem Einzug der Sünde verpflanzte der himmlische Gärtner den Lebensbaum ins obere Paradies. Die erlösten Heiligen, die auf der Erde Gott geliebt und seine Gebote gehalten haben, werden durch die Stadttore hindurchgehen und ein Recht auf den Zugang zum Lebensbaum haben. Sie dürfen nach Belieben davon essen, wie unsere Ureltern vor ihrem Sündenfall. Die Blätter dieses unvergänglichen und weit ausladenden Baumes werden zur Heilung der Völker dienen. Dann werden all ihre Beschwerden vergangen sein. Krankheit, Kummer und der Tod werden sie nie wieder erleben, denn die Blätter des Lebensbaumes haben sie geheilt. Jesus wird dann die Frucht seiner Arbeit sehen und zufrieden sein, wenn die Erlösten, die den Sorgen, Mühen und dem Kummer unterworfen waren und unter dem Fluch gestöhnt haben, sich unter dem Lebensbaum versammeln und von seinen unvergänglichen Früchten essen werden. Unsere Ureltern hatten ja das Recht verschafft, davon zu essen, indem sie Gottes Gebote übertraten. Dann aber wird es keine Gefahr mehr geben, dass sie je das Recht auf Zugang zum Lebensbaum wieder verschöpfen würden. Denn der unsere Ureltern zur Sünde verführte, wird durch den zweiten Tod vernichtet sein. Gehorsam allen Geboten Gottes gegenüber, das war die Bedingung, wenn man vom Lebensbaum essen wollte. Adam fiel durch Ungehorsam. Durch Jesus Christus gehorchen, das gibt den Menschen Charaktervollkommenheit und das Anrecht auf Zugang zu diesem Lebensbaum. Die Bedingungen, unter denen man von den Früchten des Baumes wiederum genießen kann, sind klar und deutlich durch das Zeugnis Jesu Christi an Johannes festgelegt. Selig sind, die ihre Kleider waschen, dass sie teilhaben an dem Baum des Lebens und zu den Toren hineingehen in die Stadt, weil sie wieder freien Zugang zum lange verlorenen Eden haben, werden die Erlösten zur vollen Größe des Menschengeschlechts heranwachsen, so schön und herrlich, wie es ursprünglich war. Die allerletzten noch verbliebenen Spuren des Fluches der Sünde werden entfernt werden, und alle, die Christus die Treue gehalten haben, werden im Glanz des Herrn unseres Gottes und am Geist, Seele und Leib das vollkommene Bild ihres Herrn widerspiegeln. Wunderbare, herrliche Erlösung! So lange haben wir davon gesprochen, lange haben wir sie erhofft und sehnsüchtig haben wir sie erwartet, doch nie völlig verstanden. The Lord is coming. Are you ready?